Hallo und herzlich willkommen und Happy Release Day von Twilight Masquerade oder auch Maskerade im Zwielicht. Es ist mal wieder soweit, ein neues Set ist draußen und da öffne ich direkt zum Start ein ganzes Display. Das sind ziemlich viele Booster, deswegen will ich keine Zeit verlieren und los geht's. Zack, ein ganzes Display, 36 Booster. Ich habe keine Ahnung, wo Krokel heute hin ist, deswegen muss Grookey mir heute mal helfen. Aber wie ihr seht, Grookey kann genauso gut auch Folie entfernen anscheinend von einem Display. So, die Folie ist entfernt. Das ging fix. Wir haben, habe ich eben schon gesagt, 36 Booster. Das sind ziemlich viele. Ich freue mich sehr auf das Set. Vor allem auf diesen Boy hier. Gut, dass der auch als erstes mir entgegenspringt. Katapultra EX ist ein ziemlich starkes Pokémon. Das wird von allen natürlich schon krass gehypt, weil es in Japan eben schon gute Ergebnisse eingeheimst hat. Deswegen erhofft man sich das hier natürlich auch. Ich finde es auch ziemlich cool, muss ich sagen. Und würde mich schon freuen, wenn ich das ein oder andere Katapultra heute ziehen würde. Wir beginnen mit Swirlix, mit einem Tadbulb, ein Applin, Flabébé, ein Love Ball, eine ziemlich schlechte Karte, ehrlich gesagt, Glimmora, Ariados und ein Chanera. Ja, über Hytera würde ich mich tatsächlich auch sehr freuen. Also das Deck würde ich tatsächlich auch gerne mal ausprobieren. Diesen Boy hier, Blood Moon, Ursa Luna, den hätte ich auch sehr gerne. Also da reicht auch eine, aber das ist, wenn nicht sogar, ich wollte sagen, die beste Karte des Sets, aber es ist auf jeden Fall eine der besten Karten des Sets. Zumindest aus Spielersicht. Also die ist wirklich extrem stark. Die muss man mindestens einmal haben. Wahrscheinlich reicht sogar genau einmal. Die hat einen ziemlich guten Effekt und kann einfach in so gut wie jedem Deck gespielt werden. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das auch eine der teureren Karten sein wird. Uah, hier noch nichts. Hier ist einmal Okidogi, was im Pre-Release auf jeden Fall richtig hart reingehauen hat. Zusammen mit Ogerpon. Dem Teal Mask Ogerpon, das hatte ich auch in meinem Pre-Release-Kit tatsächlich in einem Booster und ich habe ganz gut abgeschnitten damit, würde ich mal sagen. Für so ein Pre-Release-Format ist Ogerpon auf jeden Fall ganz gut, wobei es tatsächlich auch schon ein paar richtige Decks gibt, sage ich jetzt mal, mit Ogerpon EX, die auch ganz gut reinhauen. Perrin, Milotic, einmal Rayford, Seeking und einmal der Hassel. Wenn es jetzt ein japanisches Display wäre, würde ich mich ärgern. Habe ich den nicht sogar auch, ich glaube, ich habe den sogar im japanischen Display auch gezogen, den Hassel, wo ich auch nicht wusste, wie er heißt. Es ist der erste Hit und gleichzeitig auch eine Full Art, das ist schon mal ziemlich nice. Vielen Dank, PokéCorner, für das Display. Zum Release vom neuen Set gibt es auch eine kleine Aktion und zwar mit dem Code IMAKUNI. Bekommt ihr, wenn ihr eine Top-Trainer-Box von eben diesem Set bestellt, eine Packung Sleeves umsonst und wenn ihr gleich ein Display nehmt, gibt es sogar einen Booster on top. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. So, es geht weiter mit dem Matcha-Geist Mortipot. Ne, es heißt anders. Morticha Fatalicha. Ist das der Name? Fatalicha? Ne, ich habe keine Ahnung. Mortipot, ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, es ist ein Matcha-Geist. Die Namen vermischen sich jetzt alle hier. Das ist Polcha-Geist. Und Sinistcha. Sinistcha? Ja, das klingt richtig. Ich glaube, das ist richtig. Jamming Tower. Glaceon. Einmal Trevenant. Ein Quapsel. Und ein Iron Leaves. Die Karte hatte ich tatsächlich in meinem Pre-Release-Pack. Aber ich glaube, ich habe wirklich kein einziges Mal damit angegriffen. Das hat alles Ogerpon geregelt in meinem Deck. So, weiter geht's mit Floette. Mit Sunkern. Ein neues Abra. Ein Skarmory ist der englische Name. Iron Bundle. Lucian, ja, Lucian habe ich tatsächlich mal richtig getippt. Darmanitan, ein Twacky mit Boom Boom Groove. Das war auch sehr, sehr breit vertreten im Pre-Release und ist tatsächlich auch eine ziemlich gute Fähigkeit. Zumindest für, noch ein Iron Leaf, zumindest für so ein Pre-Release. Wobei das sicherlich hier und da auch mal auftauchen wird, dieses Festival-Deck. Ist ein kleines Gimmick-Deck, aber finde ich eigentlich ganz witzig. Ist sonderlich stark, jetzt nicht unbedingt, aber dadurch, dass es Typ Pflanze ist, und Glurak wahrscheinlich immer noch dominieren wird, ja, wird das sicherlich hier und da mal auftauchen. Aber ja, mehr als so ein kleines Gimmick-Meme-Deck ist es, glaube ich, nicht. Skarmory und ein, oh, ein Frostlass, da habe ich auch richtig Bock drauf. Das hat eine ziemlich coole Fähigkeit, aber bis jetzt ist da noch kein Deck aufgetaucht, wo es so richtig erfolgreich auf jeden Fall drin war. Weiter geht es mit Varum, dem kleinen Motoren-Watcher, ein Volbeat. Ein Goldini, auch eines der Festival-Pokémon, Festival-Lied Goldini, Sandama, einmal der Iron Bundle Boy, Lucian, Sinistcha, ja, es heißt Sinistcha, dann ist das der englische Name gewesen, ein Quapo und noch ein Sinistcha, weil es so cool ist. Bis jetzt erst ein Hit,
Das ist natürlich ein bisschen wenig, aber ich bin mir sicher, da kommt noch was. Wobei man natürlich, wenn so ein neues Set rauskommt, weiß man nie so richtig, ob sie irgendwas geändert haben an der Pull-Rate. Das findet man dann immer erst raus. Aber ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, nein. Auch wenn ich dafür absolut keinen Beleg habe. Aber es wäre ein bisschen random, wenn sich so mittendrin irgendwas ändert. Aber in Infernape haben wir auch schon gesehen. Ja, langsam muss mal was kommen. Und zwar ein paar spielbare Karten. EXs. Ich muss nicht mal jetzt so die krassen Hits heute rausholen. Ich möchte einfach ein paar spielbare EXs. Wir haben auch Ace-Backs. Da möchte ich auch ein paar von sehen. Da fehlen mir fast alle. Ich habe zum Glück den Stempel in meinem Pre-Release-Kit gezogen. Also da hatte ich tatsächlich Glück. Aber da müssen natürlich noch mehr kommen. Palafin EX. Das wurde im Vorfeld auch ein bisschen gehypt, weil es eben ein Stage One, ist das richtig? Stage One? Naja, nicht ganz. Es ist technically Stage One, aber es muss auf jeden Fall noch hier durch diese Zwischenstufe entwickelt werden. Deswegen ist es nicht ganz so leicht. Aber weswegen es gehypt wird, 340 KP und für eine Energie 250 Angriff. Das ist ziemlich krass, aber man muss es leider durch einen Effekt auf ins Spiel bringen. Und das macht es ein bisschen komplizierter. Aber also die Werte an sich reichen natürlich schon aus, um da auf jeden Fall was mit anfangen zu können. Das sind 340 ist auch mehr als Glurak. Das ist irgendwie ziemlich krass. Und dann noch 250 für eine Energie. Das ist mega heftig. Ich bin mir sicher, der eine oder andere wird das ausprobieren. Und vielleicht sehen wir es ja auch mal hier und da erfolgreich. Greninja, das ist auch eines der Hype-Pokémon in diesem Set. Hat einen ziemlich, ziemlich guten Angriff. Eigentlich sind beide Angriffe ziemlich gut. Kampftyp ist okay, würde ich sagen. Aber beide Angriffe können auf jeden Fall was. Und Greninja ist sowieso ein ziemlich cooles Pokémon. Also da werde ich auf jeden Fall auch mal mit rumspielen. So, jetzt kommen sie nämlich, die guten EXs. Jetzt kann es gerne mal weitergehen mit Blood Moon, Ursaluna, würde ich sagen. Und ein paar Ogerpons nehme ich auch. Eigentlich ist es mir erstmal auch egal, welches Ogerpon ich ziehe. Oh, Dreepy. Dreepy ist natürlich auch ziemlich gut. Ich glaube, das erste. Müsste das erste gewesen sein. Ich glaube, das wäre mir sonst aufgefallen, wenn wir schon eins gezogen hätten. Die Weiterentwicklung brauche ich natürlich auch. Und Dragapult auch. Lucian, okay. Also mit den Full-Art-Trainern würde ich gerade sagen, haben wir jetzt nicht so viel Glück. Aber es gibt auch gar nicht so viel gute Supporter in diesem Set. Deswegen muss man sich mit Lucian und mit Hassel zufrieden geben. Klar, es gibt noch die zwei Geschwister Kieran und Carmine. Ich werde gleich sehen, ob ihr Name richtig war, wenn wir nochmal die Ankommen davon ziehen. Aber das sind auf jeden Fall zwei definitiv spielbare Karten. Die nimmt man natürlich lieber in Full Art. Ja, Kieran hier, also der ist ziemlich gut und seine Schwester ist auch ziemlich gut. Aber ich beschwere mich nicht über Full Art Trainer, die ich noch nicht habe. Ting Lu, da geht's mit Teal Mask Ogerpon. Was ich tatsächlich in Secret Rare gezogen habe, also ein goldenes. Leider nicht die Illustration Rare, vielleicht sehen wir die ja heute, aber immerhin direkt eine Secret Rare im Kit gehabt. Das ist natürlich ziemlich cool. Ich würde heute auch einfach nur die normale nehmen. So, Tatsugiri ist auch mega stark, hat auch eine Illustration Rare, aber eine Uncommon reicht mir auch erstmal zum Spielen. Hauptsache, ich kriege erstmal meine spielbaren Karten zusammen. Wir haben noch keine Illustration Rare. Hiervon auch schon drei Stück. Noch keine Illustration Rare, noch keine Ace Back, noch keine Secret Rare. Also im letzten Set habe ich es ja nicht mal geschafft, eine Special Illustration Rare zu ziehen. Ich hoffe, das ändert sich mit dem jetzt, dass ich hier ein bisschen mehr Glück habe. Weil da hatte ich ja auch gehört, dass die Pull-Rate sich ein bisschen verschlechtert hat. Also jetzt bei Temporary Forces, meine ich. Und ich kann mir vorstellen, dass sie das eben hier auch beibehalten haben, wenn da überhaupt was dran ist. Aber da ich noch keine Special Illustration Rare gezogen habe, kann das tatsächlich sein, dass sie die ein bisschen zurückgeschraubt haben. So, jetzt möchte ich aber auch mal eine normale Illustration Rare. Wir sind... Ich würde mal schätzen, zu einem Drittel durch das Display durch. Da muss langsam mal was kommen. Pinsir, Fion, ein Girder. Und hier ist ein Komia, Venipede, ein Relaxo, Lanas 8. Das ist auch eine, jetzt wo ich sie so sehe, Lanas 8 ist auf jeden Fall auch spielbar. Da würde ich auch eine Full Art von nehmen, Slurpuff und ein Chandelure. Eieiei, also das dauert ja heute, bis wir eine Illustration Rare sehen. Aber noch würde ich mir keine Sorgen machen. Ich würde trotzdem noch davon ausgehen, dass wir hier drei in einem Display haben. Hoffentlich. Und hoffentlich auch wieder zwei Ace Backs.
Kann natürlich sein, dass ich da bis jetzt ein bisschen Glück hatte. Vielleicht ist auch nur eins Standard, aber zwei wären schon gut. Oh, und es ist auch eine der besten Illustration Rares. Die habe ich schon im Japanischen, aber ich habe ja schon gesagt, Frostlass hat eine ziemlich gute Fähigkeit und die würde ich gern spielen. Und sieht in dem Artstyle auch wirklich fantastisch aus. Also dieser creepy Look, wie sie es hier ins Schlafzimmer reinlurkt und... Vielleicht geht es ja nur zu seinem Trainer, wer weiß das schon, aber vielleicht ist es auch eine Vollmondnacht, eine eisige Vollmondnacht, vielleicht hat es auch Schlimmeres vor, also ich mag das Artwork wirklich sehr. Oh, und Monkey Dory, das ist auch eine sehr, sehr gute Karte, die ich gern viermal hätte für mein Hytera-Deck, deswegen brauche ich gleich auch noch, na, wird's denn, ein Hytera natürlich. Aber spielbare Karten habe ich hier auf meinem Stapel schon einige, würde ich sagen. Das gefällt mir ganz gut. Das Booster Pack lässt sich ganz schlecht öffnen, deswegen versuche ich es unten und dann geht es natürlich direkt. Weiter geht's mit Sander. Nicht, dass jetzt alle Illustration Rares hintereinander kommen. Wir werden es sehen. Ein Griffel, einmal das süße Entlein, Diplin, ein Chiyu, ein Lucky Helmet, ein Apalm und ein Schneckmark und ein Kinglung Tinglu. Tinglu ist der Name. Da hätte ich fast King Louis gesagt, aber es ist Ting Lu. Schneckmack mit Hot Magma. Ein Swirlix, auch ein Festival-Pokémon, ein Tadbulb, Applin, ein Foliporba, ein Revivroom, ein Rillaboom, ein Volbeat und Crawdaunt. Oh, Mekago. Und Mekago, das ist leider eines der schlechteren EXs, würde ich mal sagen. Also. Kann auf jeden Fall nicht mithalten mit Ogerpon und Bloodmoon Ursaluna und Dragapult. Also, ja. Und wenn ich das natürlich ziehe, schwinden die Chancen auf eine von diesen super beliebten EX-Pokémon. Aber es sind noch einige Booster, es ist noch alles drin. Ein Weberak, ein Fukano. Und falls ihr euch wundert, warum ich keine Preise einblende, es ist natürlich noch Release-Wochenende und da gehen die Preise so wild auf und ab, da ändert sich noch so viel. Da möchte ich einfach noch keine Preise angeben, weil die einfach noch nicht aussagekräftig sind. Also, damit ihr Bescheid wisst, wobei mittlerweile pegeln sich die Preise relativ schnell ein. Nur bei den richtig seltenen kann dann noch der ein oder andere extreme Preis dabei sein. Aber diese Schwankungen würde ich erstmal aussitzen und so ab der zweiten Woche mal Preise einblenden. Aber ihr wisst ja, wie es läuft. Ich wollte es nur noch mal erwähnen für die Leute, die sich wundern. Whirlipede. Oh, ich habe zwei gezogen. Ein süßer Finnesen und ein Fizzendipity. Da nehme ich auf jeden Fall lieber Monkey Dory als Fizzendipity. Aber auch Fizzendipity, Zungenbrecher-Pokémon, hat eigentlich eine relativ gute Fähigkeit. Deswegen einmal kann man die da haben. Monferno, Nosepass, ein Mighty Yana, Revivroom, Florges, ein Ambipom, ein Sandama, immer noch keine Aceback, das macht mich ein bisschen stutzig. Im Pre-Release gab es haufenweise Acebacks, gefühlt hat jeder zweite eine Aceback gezogen und wir hatten wie viel? Vier Booster im Kit und drei Bonus-Booster, also sieben Stück. Und da wurden echt richtig viele Acebacks gezogen. Also muss jetzt ja auch langsam mal eine kommen. Hier ist keine, ein Rossana und noch ein Arcani. Also wir sind mittlerweile tatsächlich schon zu zwei Dritteln durch. Wir brauchen noch zwei Illustration Rares. Ich würde mich auch über eine Secret Rare freuen. Und natürlich brauchen wir auch noch eine oder zwei Acebacks. Im besten Fall natürlich zwei Acebacks. Am liebsten die Legacy Energy, also der Stempel ist natürlich die beste von den Karten, aber den Stempel habe ich tatsächlich schon. Swirlix, ey. Und dahinter ein Heatran. Deswegen wäre mein zweiter Wunsch die Legacy Energy und ich glaube dann Scoop Up Cyclone. Das sind so meine zwei Wishes und wenn hier wirklich zwei drin sind, wäre es ja cool, wenn genau diese zwei auch kommen. Einmal Festival Grounds, ist das das erste? Wir haben auch noch nicht die Entwicklung vom Drachen, wie heißt es denn? Also von Dreepy, von Catapultra, die Vorentwicklung, die haben wir noch gar nicht gesehen, oder? Obwohl das eine Uncommon ist. Das ist ja irgendwie crazy. Pixie und das dritte Panferno. Langsam mache ich mir Sorgen. Weiter geht es mit dem nächsten Pack. Nee, das lässt sich wieder nicht so öffnen. Also sie sind dann doch anders. Sie stammen anscheinend nicht alle aus derselben Presse oder wie auch immer. Hier unten? Ja, doch, so lässt sich es auch öffnen, aber es ist völlig unterschiedlich. Völlig unterschiedlich. Oh, es fühlt sich gut an.
die fühlen sich sehr dick an, die Karten. Und natürlich, wenn sie sich dick anfühlen, da ist natürlich auch ein dicker Hit drin, würde ich jetzt mal sagen. Festival Grounds, Glimora, ein Quappo, ein Pinsir und doch kein fetter Hit, zumindest nicht auf dem Slot. Aber ja, also fett trifft es vielleicht ein bisschen. Nein, Pummeluff ist natürlich nicht fett, beziehungsweise Screamtail ist natürlich nicht fett. Es bläht sich natürlich mit Luft auf. Das ist alles nur Haut, sehr elastische Haut. Aber ein Screamtail EX, leider auch einer der schwächeren EX-Pokémon, die ich aber natürlich nehme. Also es ist zumindest eine, mit der man was anfangen kann. Ob die jetzt wirklich gespielt wird, das weiß ich jetzt nicht. Aber ist eine der schwächeren definitiv. Community Center, ein Fari Giraffe. Einmal Brute Bonnet, ein Chimchar. Oh, und die ist auch sehr, sehr schön. Also das war auch eine, die habe ich mir unbedingt gewünscht, weil auch die zu den Illustration Rares zählt, die so einen realistischen Artstyle haben. Also hier könnte man wirklich denken, es ist ein Foto, weil das hier im Vordergrund und der Hintergrund, das sieht einfach hyperrealistisch aus. Dahinter ist ein Frostlass, sehr, sehr gut. Das sieht einfach sehr realistisch aus und diesen Style mag ich sehr. Also es sieht sogar noch ein Ticken realistischer aus als Frostetje von vorhin. Ich weiß gar nicht, ist das Clay? Nee, das ist schon, nee, ist kein Clay. Es ist schon animiert, gezeichnet, wie auch immer. Auf jeden Fall sieht es sehr realistisch aus und sehr, sehr schön. Hier sieht man fast gar nicht die Schrift, die verschwindet so im Unscharfen. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Karte, die ich auch unbedingt haben wollte. Und dann gibt es auch noch ein sehr unscheinbares Pokémon, was dieses Mal auch eine sehr, sehr tolle Illustration Rare abbekommen hat. Und zwar ist das der kleine Elektrovogel, wie heißt der, Wattrel? Den deutschen Namen weiß ich jetzt gerade nicht, aber der kleine Elektrobird, den sehen wir bestimmt auch gleich nochmal. Ich dachte, es ist endlich mal der Drache, aber ist es nicht. Fari Giraffe, ein Grookey und ein süßes schlafendes Vulpix. Oh, was geht denn mit Simsala ab? Oh, der Holo-Effekt, der sah gerade ganz cool aus, als nur das hier so geleuchtet hat. Ein Simsala Holo. Weiter geht es mit, hoffentlich, meinen richtig krassen Hit. Und wo sind die Ace-Bags? Wo sind die Ace-Bags? Das macht mir auf jeden Fall ein bisschen Sorgen. Ein Applin, ein Snowrunt, Layron, einmal Hassel, Brute, Ambipom, ein Porenta, ein Palossand und ein Zapdos. Immer noch keine Ace-Bags und wir haben noch 7 oder 8, ich kann es jetzt nicht auf die Schnelle zusammenzählen, aber es sind nicht mehr viele. Sind da drin wirklich noch 2 Acebags versteckt in den letzten paar Boostern? Aber es muss doch mindestens eine garantiert sein in einem Display, oder? Hattet ihr schon mal Displays, wo keine Acebags drin sind? Das ist das erste Bug-Catching-Set. Die brauche ich auch 4-mal. Junge, Junge, okay, ist das Set wieder riesig groß anscheinend? Dass man, okay, und da kommt direkt, okay, das war einfach, es kam so plötzlich. Aber es ist natürlich die beste Acebags des Sets. Unfair Stamp ist dahinter noch etwas. Nee, wie ihr seht, Chandelure und Lampin passend. Unfair Stamp ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Karte. Die wird in vielen Decks gespielt werden. Ich kann mir vorstellen, dass die auch gar nicht so günstig ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es Prime Catcher Niveau erreicht, aber Unfair Stamp, da haben es auf jeden Fall viele drauf abgesehen. Jetzt habe ich eine zweite, die kann man gut tauschen. Also da ärgere ich mich auf jeden Fall nicht drüber, dass ich, wenn ich eine Ace Back ziehe, die beste des Sets ziehe. Ja, aber wir schauen mal, ob da überhaupt noch eine zweite kommen kann oder ob ich nur Glück hatte im letzten Display. Aber Unfair Stamp ist natürlich schon mal ein sehr, sehr starker Hit. Grookey, Brute Bonnet, das ist auch der erste Enhanced Hammer. Der erste. Da brauche ich auch 4 von. Gut, die spielt man nicht unbedingt gleichzeitig, aber auf jeden Fall braucht man 4, um sie da zu haben. Das ist auch eine sehr, sehr gute Karte. Iron Thorns, das ist eine der EXs, die man auf jeden Fall ziehen möchte. Hat im Prinzip die Path Ability als Ability logischerweise. Das heißt, es schaltet gegnerische Fähigkeiten aus. Das ist super mächtig, natürlich nur, wenn es in der aktiven Position ist. Dazu ist es noch Typ Elektro, das heißt, man kann natürlich ein Electromagnetic Radar nutzen. Oh, hier hat sich so ein Booster versteckt. Ich hätte es fast übersehen. Ich habe da die Pappe so weggeknickt und das ist mir gerade aufgefallen, dass das so durchgelunzt hat. Eigentlich hätte ich es als letztes öffnen sollen, so als Destiny Pack. Jetzt habe ich es eigentlich vorweggenommen. Aber ich wollte es einfach nicht vergessen. Ich habe nur gesehen, dass da anscheinend noch was dahinter klemmt. Zum Glück habe ich es noch gesehen. Auch die erste Ogris-Maske, Probopass,
Morpeko, einmal Goldini und noch ein Ogerpon. Ich frage mich, ob wir jetzt überhaupt noch ein normales EX sehen, weil wir haben schon ganz schön viele gezogen. Es kann sein, dass wir noch eine Full Art ziehen, aber es ist natürlich nichts garantiert. Eine Illustration Rare müsste noch kommen und eine Aceback müsste auch noch kommen, aber ich würde mich natürlich sehr über eine Illustration Rare freuen. Ja, Caretaker, Hassel, einmal Quapo, Scolipede, Mighty Yana, ach, das war schon die zweite Reverse. Okay, Okidogi. Okidogi, okay, was haben wir denn noch? 4 Stück, zähle ich das richtig? 4 Stück nur noch. Ja, es ist leer. Da hat sich nichts mehr versteckt. Eieiei. 4 Stück noch. Na gut, dann schauen wir mal, was in den letzten 4 Packs ist, wenn ich sie denn aufkriege. Ja, das war gar nichts. Zack, unten geht es natürlich wesentlich leichter auf. Weiter geht es mit einem Dreepy. Ich glaube, Dreepy Nummer 2 gerade mal. Und noch kein einziges Mal die Entwicklung. Drag Cloak heißt sie, glaube ich. Enhanced Hammer. Kilo Wattrell, Glalie, da ist er doch. Drag Cloak heißt er, genau. Leider einmal nur und ein Chandelure. Das ist voll verrückt aus dem ganzen Display. Jetzt muss ich auch mal gucken, ist das, wo ist er denn? Hier ist es eine Kammen. Es ist sogar eine Kammen. Es ist nicht mal eine Ankammen, da ist ein Kreis. Es ist eine Kammen. What? Von der Kammen nicht 4 Stück aus einem Display zu ziehen, das ist schon echt verrückt. Und gut, dann guck ich direkt auch. 167 Karten, natürlich ohne Secret Rares. Das ist schon wieder ziemlich groß. Aber trotzdem ist es sehr, sehr ungewöhnlich, dass man diesen Drachen jetzt einfach nicht häufiger zieht, obwohl es eine Kammen ist. Das ist schon echt seltsam. Na gut, ich will jetzt meine zweite Aceback noch haben. Die nehme ich auf jeden Fall auch ein zweites Mal. Und ich würde, eigentlich fehlt doch auch noch eine Illustration Rare. Hier ist sie nicht. Und auch keine Aceback. Und auch kein anderer Hit. Okidogi, nur noch 2 Packs. Sehen wir noch eine dritte Illustration Rare und eine zweite Aceback? Ich hoffe es doch. Das kann ja nicht sein. Also zumindest noch eine dritte Illustration Rare muss sein. Auf die Aceback könnte ich notfalls verzichten, aber die hätte ich schon auch sehr, sehr gern. Probo Pass. Ein Scaraborn. Und es ist Scoop Up Cyclone. Also Aceback-mäßig war das eine ziemlich starke Box dahinter. Oh, es könnte sogar noch was kommen. Walking Wake, nix. Also Scoop Up Cyclone ist ziemlich gut. Ist natürlich eine Karte, die hatten wir schon mal als Aceback. Und die müsste ich auch haben, die alte noch. Dürfte ich wahrscheinlich auch spielen, weil sie denselben Text hat. Aber ich finde diesen pinken Look einfach cool. Das sieht man auch schnell im Deck, wenn man danach sucht. Sind auf jeden Fall die 2 stärksten. Ja, wobei die Energie ist auch noch ziemlich gut. Aber 2 sehr, sehr starke Acebacks. Jetzt hoffe ich, dass hier wirklich noch eine Illustration Rare drin ist. Sonst fühle ich mich betrogen von dem Display. Wir werden es sehen. Chanera. Der Koch. Ein Perlfan. Noch ein Tatsugiri. Und kommt jetzt noch eine Illustration Rare? Ich hoffe es, ey. Das wäre richtig kacke, wenn nicht. Und es kommt keine. 2 Illustration Rares nur. Eieiei, das ist natürlich mies. Dahinter ist immerhin noch ein Ogerpon. Also immerhin haben wir an der EX-Front ordentlich gezogen. Aber nur 2 Illustration Rares, das finde ich gar nicht gut. Das gefällt mir wirklich gar nicht. Naja, Ogerpon, komm ins Team. Dich werde ich sicherlich hier und da mal benutzen. Aber nur 2 Illustration Rares macht mich schon ziemlich traurig. Aber wir gucken trotzdem noch mal über alle Hits des Displays. So, was haben wir denn hier? Wir haben ein Mechcargo, also ein EX, ein Iron Thorns 2 und 3 und 4 und 5 und 6. Also 6 EXs, das ist schon ziemlich ordentlich, würde ich sagen. 2 Acebacks zum Glück. Immerhin die Acebacks haben performt. Das finde ich schon mal gut. Lucian, der erste Fuller Trainer. Ein Hassel, der zweite Fuller Trainer. Und unsere leider nur 2 Illustration Rares sind Chimeko, also Palim Palim und Frostdetje. Dafür aber 2 der schönsten. Also immerhin haben wir das eingetütet. 2 der schönsten, jetzt habe ich wieder vergessen mitzuzählen. 2, 4, 6, 12 Hits. 12 Hits ist immer noch ziemlich stabil. Ich weiß, dass ich auch schon 14 hatte. Es fehlt ja auch eine dritte Illustration Rare. Leider keine Secret Rare. Ist aber okay, weil Secret Rares sollen natürlich auch selten sein. Aber dass hier keine dritte Illustration Rare drin war, ärgert mich schon ein bisschen. Naja, ich glaube, für den Unfair Stamp würde ich sogar 3 oder 4 Illustration Rares bekommen. Deswegen sehr gute Tauschkarten dabei gehabt, sehr viele spielbare Karten. Wenn ihr auch bei Twilight Masquerade zuschlagen wollt, dann checkt den Link unten in der Beschreibung und vergesst nicht den Code IMAKUNI für eure
Goodies. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr habt ein tolles Release-Wochenende. Tolle Pulls, hoffentlich mehr Illustration Rares als ich dieses Mal. Ja, ich bedanke mich fürs Einschalten. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.